Es war super, am Anfang war ich natürlich total nervös, weil die Zuschauer waren eben sehr viele da. Und dann aber habe ich mich auf das konzentriert, was ich kann. Und dann habe ich es geschafft, die Übungen so zu machen, wie lässt. Das Schwierige am Pferd ist, dass es eben ein Gerät ist, wo sehr kleine Fehler schon dazu führen können, dass man eben vom Pferd runterfällt und deshalb halt den Wettkampf nicht so gut macht. Also es war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, weil ich hätte mir nicht mal erwartet, dass ich in ein Finale komme. Und dann am Ende sogar eine Medaille zu bekommen, war halt extrem. Also die Zuschauer waren unglaublich, es waren viele Zuschauer da, es war eine schöne Atmosphäre alles. Also es ist natürlich sehr aufregend, aber man turnt dann besser, weil man auch den Adrenalin-Push hat. Die Ringe auf der Brust tragen bei dem Wettkampf auch, ist auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl und auch eine Ehre. Die nächste Olympia ist 2024 in Paris, da will ich auf jeden Fall auch hin und wenn nicht, dann die nächste in L.A.